Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Fahrt on the road. Letztes Mal sind wir 90 Sachen über die Autobahn geknallt, die ganze Zeit. Und haben dann noch einen fatalen Unfall gehabt. Sagen wir mal so, ich bin in eine Leitplanke gefahren, als ich dann noch mal einen Bus überholt wollte, um dann auf dem Rastplatz zu fahren, um zu tanken. Da war ich ein bisschen schnell unterwegs, ich hätte unter dem Bus bleiben sollen. Naja. Was soll man machen? Also heute sind wir auf dem Weg nach Hamburg von Hannover aus. Auch eine grüne Welle, das ist auch gut. Ja, ach. Boah, ich glaub das nicht. Ja. Mein Gott, direkt überhaupt gefahren. Auch nicht schlecht. Naja. So, wir haben ja eigentlich nur noch zwei Stationen. Ne? Einmal irgendwie habe ich das mit der Bremse gerade. Irgendwie weiß ich nicht. Nämlich Bremse viel zu weich oder viel zu hart. Ja. Leute, das ist schon die 50. Fahrt hier in unserer Road. Das ist schon heftig. Und ich hatte ja schon mal angedeutet, dass es so nach 50 bis 60 Folgen Schluss sei. Mal gucken, wie ich mich entscheide. Ja, gucken, wie ich mich entscheide und je nachdem, wie viele Folgen noch bei mir rauskommen. Ich wollte mich jetzt nicht auf die Folter spannen, ne? Aber, oh, boah, gerade noch gesehen. Aber ich sage dann Bescheid, wenn es die letzte Folge ist oder ob es noch mehr gibt oder was auch immer. Ich kann schon mal eins vorweg sagen. Diejenigen, die auch meine Shorts gucken und die Videos, können sich freuen. Die Shorts, die werde ich weitermachen. Ganzen Unfällen, was auch immer. Vielleicht zeige ich euch noch was. Stadtverkehr, was weiß ich, was alles. Vielleicht kommen wir noch Shorts von anderen Spielen. Wenn ich vielleicht auch mal
ganz nett, dass man anderen Spielen noch hinzufügt. Das wäre doch ganz wunderbar. Da werden die beiden sich schon wieder nicht einig. Ach, der hat schon wieder einen Unfall gebaut. Jetzt gibt der Gas oder was? Was soll der Quatsch denn? Das kann ich auch machen. Aber ich dachte, wir fahren heute mal ein bisschen, bisschen entspannter hier. Und ja, was soll ich auch sagen? Mir gefällt das Spiel immer noch. Privatspielchen werde ich das immer noch spielen. Auf diesem Spielstand jetzt nicht. Weil ich habe ja sozusagen einen Account, da wo ich das Spiel nochmal spiele, und da bin ich gerade bei 74 oder 75.000 Kilometern. Die 100.000 will ich da auf jeden Fall noch voll kriegen. Und ja. Es macht schon Spaß, das Spiel. Muss man mal sagen. Boah, ey. Scheiß Mücken, ey. Okay, schon wieder Krise. Ah, die A27 Richtung Bremen. Ja. Welche Autobahn sind wir denn überhaupt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das ist die Mücke. Ich habe jetzt gerade aber keine Mückenklatsche hier. Ich bin der Meinung, dass es dann auf einmal ein Standstreifen hier, ne, ist. Warum fährt der so langsam? Kannst du mir das mal verraten? Wow, wow, wow. Hallo. Mamma mia. Oh mein Gott. Das ist nicht sein scheiß Ernst, dass der einfach rüberzieht. Und das hasse ich an dem Spiel, ne? Das hasse ich so hart. So, ja. Ich habe gerade sozusagen einen Notfall. ich weiß jetzt gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Das wir jetzt nicht. Gemerkt. Anruf. Fertig aus. Meine bessere Hälfte hat eine Spinne da. Bett gehabt. Weil ich nehme das ja wieder ganz spät abends auf hier. Ne? Thank you.
So, jetzt fangen wir hier mal wieder entspannt an. Ne? Ach, was mache ich denn? Ach so, wann muss ich denn? Nee, dann haben wir noch Zeit. So alles, ey. Naja, ich werde es überleben. Ich habe sie einfach aus dem Fenster geschmissen. Also, was heißt geschmissen? Ne? Rausgelassen. Kann sie da ihr Vergnügen machen. Ja. Und es war jetzt keine Hausspinne, ne? Es war jetzt so eine schwarze, ekelige, kleine da. Diese, sag mal so schön, Mauerspinnen oder wie die auch immer heißen. Bei mir kommt sich alles. Bei mir kabbelt alles, ey. Scheiße. Ich habe das Gefühl, bei mir kabbelt alles. Ist nichts. Oh, boah, ganz knapp. Ganz knapp. Also in Hamburg. Mich jetzt noch TH7? Nee. Glaube nicht. Hier, warte. Ah, okay. Weil ja 7 da endet. Sozusagen. Also fast. Ja, deswegen geht er durch Hamburg, ne? Da sieht man ja alles. Ach ja. Ist ja auch wurscht. Ja, man baut links, Digga. Okay, manche Ausnahmen sind und ne? Da kann man auch rechts überholen. Haben wir manchen Ausnahmen. Aber wo ist das für
LKW-Geld weiß ich jetzt nicht. Naja. Da haben wir wieder ein Ereignis gehabt. In der Folge, worüber wir reden können. Über Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Manche finden Spinnen sehr interessant, das weiß ich. Mit ihr spinnen, könnt ihr meine Kommentare schreiben. Ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht mehr ausspinnen. Bei mir muss wirklich alles clean sein, sonst kann ich nicht schlafen. Okay, wenn so eine Hausspinne jetzt mal da ganz irgendwo anders in der Ecke sitzt, ja, okay. Scheiß drauf. Aber wenn sie jetzt bei mir über dem Bett hängt, ne, kann ich nicht schlafen. Die muss ich dann entweder, muss ich dann umsiedeln oder raussetzen oder wo, nein. Haben mir auch mal so eine, auch so eine kleine schwarze. Und die muss ich auch raussetzen. Die habe ich dann rausgesetzt. Die konnte ich nicht bei Schlafen. Oder hätte nicht bei Schlafen können. Aber also, ich bin dann noch nicht schlafen gegangen. Von daher, ich habe das rechtzeitig gesehen, dass die auch an der Decke hingen. Und habe ich die dann ausbefördert. Kennt ihr diese riesen Winkelspinnen? Boah. Auch mal im Zimmer gehabt, im Kinderzimmer. Im Bällebad haben wir das abgebaut, aber wann kamen die da raus? Boah. Ich habe gedacht, nee, ne. Und ich durfte sie auch noch raussetzen. Ich hatte die dann auf dem, wir haben so Dachmünsterfilmmäßig eins dann draufgesetzt in eine Schale. Hier war die. Ja, ich konnte die Schale nicht hochmachen. Die war so aggressiv drauf, dass ich die mir geschnappt habe und da aussetzen wollte. Dass die eigentlich da den Deckel hochheben wollte. Eiskalt gegen den Deckel. Also meine Richtung. Gesprungen. Ach nee, gesprungen ist. Mir fällt gerade auf. Wir hätten das ohne Schaden, glaube ich, überlebt. Toll, jetzt haben sie auch Drachenkratzer. Ups. War jetzt nicht der Plan. Komm, scheiß drauf. So. Naja, nicht so perfekte Park wie in Hannover, aber
Aber was soll's. 1%, ja. Ach Mist. Ach Mist. Der Prozent war halt auch. Wir schaffen das noch. Wir haben jetzt 20 Minuten. Also wir schaffen das noch bis nach Kiel. Oder zumindest in die Richtung zu fahren. Weiß ich nicht, ob wir das sind. 10, 15 Minuten schaffen. Oh, das war knapp. Den habe ich zu spät gesehen. Ja, komm, fahren wir mal nach Kiel. Sollte eigentlich machbar sein. Aber nicht mehr mir die ganze Zeit rot haben. Also, nein. Naja, aber perfekt, ne? So. Achso, da ist ja direkt die Autobahn. Ja, dann sollte man es eigentlich schaffen. Von Hamburg nach Kiel, also zumindest da. Das ist kein Sprung, ob es jetzt echt zu. Ich weiß jetzt nicht, wie man im Echt fährt. Wie lange? Aber gar nicht, wie viele Kilometer sind. Na, 78. Komm, wir lassen das Ding mal an. Unmöglich sowas, ne? Jo. Schade. Schade, schade, schade. Also, damit ist bestätigt, dass das heute die letzte Folge ist, die heute kommt von On the Road. Ja. Danach, dann nächste Woche kommt dann was, entweder was anderes oder ich werde mal gucken,
ob ich dann nur die beiden Let's Plays dann einfach nochmal reinhaue und dann erstmal die zu Ende mache, dann komplett neu starte. Aber ich werde erstmal mit unserem dann, auch wenn ich das Spiel wirklich mag oder auch eher gesagt schon fast lieb gewonnen haben, aber oh nein, wir hätten schlafen gehen sollen. Na, schauen wir uns bis dahin. Ich hoffe. Ups. Komm, wir geben ein bisschen Gas. Gib Gas, gib Gas. Mit Spaß, ich will Spaß. Oder wie auch immer hier ist. Ja, die 145 Kilometer rocken wir jetzt noch. Und dann ist das die letzte Fahrt. Habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist wirklich die letzte Fahrt. Ich habe gedacht, okay, kommt jetzt noch eine Folge. Aber ich denke mal, weil ich die eine Folge so lang gezogen hatte, die 52 Minuten da, die von, ich glaube, Nürnberg nach Kassel oder von München nach Kassel, ich weiß es gar nicht mehr. Sind wir jetzt genau auf 50 Folgen gekommen. Und ja. Und nein, ich glaube nicht jedes Let's Play hat jetzt immer so 40 bis 50 Folgen, sondern vielleicht auch noch darüber hinaus. Bei Bussimato 21 ist noch lange nicht abgeschlossen, glaube ich. Wenn man dann noch das DLC mitmacht. Oder wie gesagt, diese Kartenerweiterung, die man kostenlos dazu gewonnen hat. Achso, und da sind wir schon. Hätten wir mit 80 fahren können. Das werden wir jetzt auch machen. Diesmal fahren wir auch nach vorne. So. Oh, guck mal. Rechtzeitig. Mittags. Ja. Yeah. So. Dann fahren wir sogar im Hellen noch. Was war das? Im Hellen noch. Das ist ja schön. Thank you.
natürlich ja ganz klasse, dass wir dann noch bis nach Kiel schaffen. Diese Kackmücken hier, ey. Aber egal, ob der Sommer jetzt vorbei ist oder nicht, der Winter ist so warm. Hoppala. Da wird noch auf wie ist das? Da wird noch die Mücken bleiben. Sagen wir so, vielleicht weniger als jetzt, aber okay, wer auf dem Land wohnt, der weiß was. Und wenn du im Zimmer hast und dann schon schlafen willst, dann auf einmal. Oder wie es auch immer heißt. Ja, auch mal heiß, sag ich schon. Na, so. Mach immer Geräusche. Weiß schon, na, das Ding ist in der Nähe. Nähe. Die hat dich gleich. Die will dich. Ja. Schafft euch eine elektrische Fliegenklatsche an. Die geilste. Bam. Und die verpuffen dann. Anstatt die zu erschlagen. Immer elektrische Fliegenklatsche kaufen. Das einzigste Wahre. Dann brauchst du ja nicht da durch die Gegend zu laufen. Einfach draufhalten. Fertig. Sie trägt mir Schlafhülle. Wir sind wieder gefahren. 6.297,98 Kilometer. Mit dem hier, ich weiß gar nicht, wie viel wir andere mit dem anderen gefahren sind. Ich glaube, weiß ich nicht, 9000 irgendwas. So, auf jeden Fall nicht viel mehr als jetzt. Oh, hier schon die ganze Zeit 60. Ups. Ah, grün, jawohl. So, dann sind wir in Kiel. Ging noch schnell. Steht wirklich MPA beim Ding selber. Oh, und da sind wir ja schon. Irgendwie bei dir gehe ich mit einem traurigen Auge und mit einem lachenden Auge, weil es war wirklich eine schöne Zeit. Es sind wirklich viele
haben die Fahrten geguckt, auch wenn, wenn ich nur angefangen und nicht wieder zu, nie wieder angefasst oder so. Aber freut mich, dass ich so vielen davon begeistern konnte. Ja. Ja, das heißt zu folgen, ne? Dann wäre ich auf einer anderen Plattform. Mich zu unterstützen. Und wie ihr seht, wenn ich weiter will, kriege ich das hier nicht hin. Boah, das sieht doch mal. Habt ihr das gesehen? So. Aus der Maus hier, aus der Maus. Ja, stehe so einigermaßen gerade, ne? Zwei Prozent. Und da ist leer. Der Anhänger ist komplett leer. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir immer ein Like da, lasst einen Kommentar da. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch auf dem Kanal seid und die anderen Let's Plays verfolgen möchtet. Das ist leider jetzt das Ende gewesen von einer langen Fahrt von On The Road. Kann sein, wenn neuen Content kommt, dass ich dann noch ein paar Videos mache. Ja. Aber ich glaube, es war es soweit. Oder wenn ich es richtig vermisse, dann werde ich vielleicht noch mal sagen, okay, machen wir noch mal 10 Folgen. Scheißegal. Dann fangen wir in Dortmund an. Mit meinem Anhänger auf jeden Fall dann. Da muss ich dann noch kurz hindüsen. Aber jetzt und hier sage ich Ciao Kakao. Und wir sehen uns in einer Let's Plays. Ciao, ciao, euer Chris.